So Leute, wir sind jetzt im Bikepark Olpe. Ich steig mal aus. Glück auf! Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Hey, Leute! Alle verrückt, alle schon verrückt geworden hier. Gut, wir laden jetzt mal die Bikes aus und bauen wieder zusammen zum zweiten Mal für heute. Die Bike ist schon nass. Hm? Erzähl, wie war das Enduro-Ausflug? War gut. Also der erste Anstieg, da habe ich gedacht, meine Lunge macht nicht mit. Ich dachte auch. Aber der zweite Anstieg ging dann, da waren wir ein bisschen drin. Aber der Thomas ist ein harter Shredder. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen, weil der Trail im letzten Video, da oben verlinkt, war ziemlich voll mit Blättern und Ästen und so. Es war ja so ein Sturm. Aber im Bikepark ist alles schön sauber, ne? Ja, weil wir 3 Stunden aufgeräumt haben. Die Drehbüffel haben drei Stunden aufgeräumt. Danke an den Dominik, der hat hier 3 Stunden aufgeräumt im Park. Danke. Dominik, vielen lieben Dank, dass wir heute fahren können ohne Äste. Wir packen mal aus und legen los. So, Sender Steve! Hier komme ich ja nie wieder raus aus der Macho-Kappe. Was soll denn das für eine Scheiße? Da oben ist ein neuer Parkplatz mit Schotter. Ja, wir pennen jetzt heute hier. Wir pennen jetzt heute hier. Auch könnt ihr ohne Parkschein hier stehen. Bald gibt es Parkschein hier. Oha! Ja, nur noch nach Winterberg. Das lohnt ja gar nicht mehr. Freeride-Alternative rüber in Donnen. Der kam hier ein bisschen überraschend. Der hier? Ja, worüber da? Der ist natürlich, wenn du von da drüben hier reinspringst, auch ein bisschen speziell, ne? Ja. Und macht eigentlich auch keiner, ne? Wieder einmal mehr reintreten. Okay. Und dann ist ja der Hip-Jump, du guck einfach immer zum Vordermann hinterher, dann dreht sich das Rad ja von alleine rüber, ne? Okay. Okay, auf 3? Ja. 3. Ich war zu langsam, glaube ich. Habe ich noch nicht gemacht. Ah, ich war zu langsam, ne? Es ist aber einfacher, wenn wir rüber aus der Freeride drüber springen, oder? Aber habe ich noch nicht gefühlt, weil das davor war mir noch zu riesig. Ja, dann kommen wir raus. Zu viel Konzentration gekostet, den von uns zu machen und danach war ich raus. So, jetzt machen wir hier mal eine andere Tür. So, zurück, rüber in den Westen, in die Freiheit. So, ihr fahrt jetzt einfach hinter mir her, ne? So, und vorwärts immer, rückwärts immer. Nein, ich springe davor, die jetzt so weit, dass ich da gar nicht reinkomme. Also wie gut weich der ist, und man kann wirklich langsam so fahren. Nein, auf 3. Ja. Immer ja. Yeah.
Ah, noch einen weiter. Geht. Ich hätte sie da Kieber fahren, Leute. Wir müssen da Kieber fahren. Steve, wie läuft's denn heute? Ja, erstmal jetzt hier ein bisschen, ne? Ein paar BCAAs rein. Ein paar BCAAs. Und dann gibt das schon einen. Ich sag es dir, hab dem Justin erstmal gezeigt, wie man so einen Zugi macht. Kann der nämlich überhaupt nicht. Leider nicht. Und dann habe ich dem Tan noch gezeigt, wie man einen Double Backflip macht. Das kann er auch nicht. Ist das so besser? Schüttelt man so einen Shaker? Ja, ne? Ja, du musst richtig, aber schüttel mal ein bisschen fester. Ja. Ist so besser. Also für den ersten Bikepark-Besuch nach Leogang kann ich schon mal sagen, dass ich auf jeden Fall die Lines so, was so die normalen Sachen anging, so die normalen Sprünge, die normalen Abfahrten, auf jeden Fall irgendwie viel lockerer genommen habe, als ich das vor Leogang gemacht habe, weil es einfach nicht so krass steil ist und ich natürlich auch die Lines hier schon ein bisschen mittlerweile kenne. Aber der Progress aus Leogang war doch ein bisschen spürbar, weil einfach die Geschwindigkeit hier eine ganz andere ist. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin da mal einen Ticken schneller gefahren, als ich sonst hier gefahren bin. Allerdings musste ich schon sagen, Road Gap habe ich an dem Tag immer noch nicht richtig gefühlt und deswegen einfach auch immer noch ausgelassen. Übrigens, Tan und Justin, den ihr ja bestimmt jetzt schon mittlerweile kennt, allerspätestens auf diesem Kanal nach dem Leogang-Video, sind auch abgesehen davon, dass sie einfach ultra gut fahren können, einfach auch richtig cool und es macht richtig Bock, mit denen Zeit zu verbringen. Deswegen könnte es gut sein, dass wir in Zukunft vielleicht öfter mal ein bisschen was zusammen machen und vielleicht auch das eine oder andere Video gemeinsam drehen. Beim zweiten Table gemacht. Größer, ne? Also wenn du beim zweiten One-Hander machst, mache ich erstmal beim zweiten T-Box wirklich. Ja, das habe ich mir
Darum können wir uns jetzt gleich dran begeben. Aber das, so lange bin ich nicht in der Luft. Du musst ja auch nicht den Lenker erstmal quer, du kannst auch einfach den hier machen. Fertig. Mach erstmal den One-Hander nochmal. Ja, mach ich. Ich habe einfach linke Hand und linken Fuß weggenommen. Das ist auch geil, das ist ein One-Hander. Aber das war nicht so gekonnt. Yeah. Leute, ich pack's nicht. Der Steve macht einfach eine Hand hoch bei den Sprüngen. Ja, was ist heute los? Ich hab's gerade auch probiert, hab richtig verkackt. Ich weiß auch nicht. Ich werde jetzt nochmal versuchen, euch von außen zu zeigen. In der Hoffnung, dass alles gut geht. Dritter Versuch jetzt. Er will jetzt nochmal richtig senden. Das war aber schon Ghetto maximal, glaube ich. Weiter, ja. Ja, Daniel. Dann Feuer. Ich habe wieder verpeilt, geradeaus zu fahren. Ich fahre immer durch die Seite. Nice. Ja, ich will auch instinktiv die GoPro ausmachen. Ja, die Followcam vom Tarn, da konntet ihr einfach mal sehen, wie man hier in Olpe auch sonst noch fahren kann. Und ich dachte mir, komm, ich gebe euch jetzt mal so einen Einblick. Man sieht zwar nicht so viel von mir, wie es eigentlich geplant war, aber halt vom Tarn. Und ich kann nur sagen, der Junge hat es auf jeden Fall richtig drauf. Schaut gerne mal bei ihm auch vorbei auf dem YouTube-Kanal. Er macht jetzt ein bisschen mehr auf YouTube und wird sich mit Sicherheit auch über ein Abo freuen. Nicht du in den Sonnenuntergang gerade bist. Jo Leute, was geht ab? Wir sind durch, wir radeln gerade hoch, weil wir haben noch das Trinken vergessen, was der Thomas uns unten gelassen hatte. Danke dafür nochmal, Thomas. Ja, es war auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag. Ich glaube, jeder hat was Neues gelernt von uns, was Neues gemacht und so. Es war einfach auch so eine mega coole Zeit. Und ja, das Wetter ausgenutzt, ne? Das Wetter richtig gut ausgenutzt. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Sommer. Und bin fast schon traurig, dass die Parks bald alle zumachen. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Schaut auch bei Marc, bei Tan, Steve, Justin. Schaut überall vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis dahin, haut rein. Ciao. Moin. Guten Tag. Und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Steve.